Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich auch Eggnodon zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst bzw. der Zwergenfee. Wir sind hier frisch trainiert mit frisch trainierten Pokémon in der Nuvaria City Arena. Meine drei Kämpfer werden sich jetzt in den Kampf gegen den Kleinen hier stürzen und danach hoffentlich mit vollem Karacho in den Kampf gegen die Arenaleiterin starten. Oder warte, nein, wir gehen einen Umweg. Wir holen uns gleich die Arenaleiterin. Machen wir keinen Scheiß und sparen uns die gesamte Energie für die Arenaleiterin auf. Ich wollte den Part eigentlich mit einem Kampf mit dem kleinen Kind beginnen, aber auf geht's. Wir fordern die Arenaleiterin heraus. So sieht's aus. Da sind wir wieder. Viola, ich komme mit drei starken Pokémon. Haben wir es mal geschafft, sie anzusprechen. Mehrfach an ihr vorbeigegangen. Dieser angespannte Gesichtsausdruck des Herausforderers vor dem Kampf. Ja, sehr gut. Genau, danach suche ich. Ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass du dich an einer Arena versuchst? Nein, ist es sogar das zweite Mal, weil ich das erste Mal schon versagt habe. Nur zur Info. Wirklich sehr gut. Die Enttäuschung im Angesicht in der Lage eignet sich ebenso gut als Fotomotiv wie die Freude im Anblick des Siegs. Ja, das wird wirklich sehr gut. Nun, weißt du, was dich erwartet? Denn hier komme ich, Viola. Ich habe den Sieg fest im Blick, so wie mein Fotoapparat ein gutes Motiv im Fokus hat. Blitz, Blitz. Und auf geht's, Viola. Herausforderung von Arenaleiterin Viola. Geh weiher. Na denn, zeig hier das Geweih her. Los, Tim! Tim ist ein neues Pokémon. Tim ist ein Pikachu, das ich im hohen Gras gefangen habe. Ich kann euch nachher mal die Stelle zeigen, damit ihr auch zufrieden seid. Ja, das habe ich zufällig mal beim Training im hohen Gras gefunden und konnte es einfach nicht lassen. Das musste einfach sein. Ich brauchte ein Pikachu und ich sah ein Pikachu und holte es mir als drittes Team-Pokémon. Es heißt Tim und kämpft jetzt für mich gegen Geweiher. Das ist ein Elektro-Pokémon und wird es schaffen. Los! Okay. Super Trank! Donnerschock! Und ich muss jetzt auch mal nicht auf Toilette, aber ich muss mal hier ein Item einsetzen. Und zwar einen Trank. Auf Tim. Level 9 ist er. Und der liebe Papageno, mein zweites Teammitglied, ist auch schon Level 9. Das habe ich so weit trainiert, dass es jetzt ein bisschen im Kampf aushalten wird. Es sei denn, Pikachu schafft das, hier den Kampf zu rocken. Los, Tim! Donnerschock! So sieht's aus. Bats! Die Wasserattacken sind nicht schlecht. Die schaden meinem Tim auch ziemlich sehr. Ist auch ein gutes Wörtchen. So, zack! Wenn wir gut sind, haben wir den Top-4-Kampf jetzt hier am Anfang des Parts bestanden. Dann müssen wir das nicht mal mehr ins Thumbnail packen. Dann haben wir das hier abgeklärt. Am Anfang haben wir das gleich geregelt und können uns um andere Sachen kümmern. Tim wurde besiegt. Ja, mal gucken, wie die anderen Teammitglieder durch mich fastbild kommen. Papageno! So, Tackle und Ruckzuck die Petzte da. Auwei! Ja, so viel dazu. Hier wird mal Markus einsetzen, der ist auch Level 12.
Vielleicht bringt das ein bisschen was. Vielleicht kann der was gegen das, wie heißt das? Das Liga. Winwil oder so ähnlich hieß das. Auweia, Plage. Vivilon. Los geht's! Verglühe es. Oh. Sieht gerade sehr schlecht aus. Komm, zack. Ja, das ist nice. Ein Trank. Ich will einen Trank. Huiui, das wird jetzt hier spannend. Mal schauen, wie viel Markus, der nicht trainiert wurde, hier aushalten kann. Tackle. Das zieht einiges ab. Vor allem, weil wir jetzt durch Plage noch geschadet sind. So, und einmal Glut. Na komm, Glut. Ach, du hast doch schon eine Plage eingesetzt. Was willst du hier noch? Glut! Komm! Ah, ich sagte übrigens zu Ende. Nee, sagte ich nicht, aber dachte ich. Na komm. Glut! Kein Trank. Tickel. Huhuhuhu. Knappe Sache. Aber wir haben es besiegt. Vivillon wurde besiegt. Und Arena Letterin Viola wurde bezwungen. Markus erreicht Level 13. Nice. Markus erreicht Level 14. Markus versucht Nitro-Landung zu erlernen. Aber Markus kann maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke durch Nitro-Landung ersetzt werden? Ja, sehr gerne sogar. Jaula kannst du doch mal vergessen. 1, 2 und schwupps. Markus hat die Jaula vergessen und Markus erlernt Nitro-Landung. Papageno hält 475 Punkte. Quatsch. Erfahrungspunkte. Nächstes Level. Papageno erlernt Schnabel. Papageno erreicht Level 11. Lil. Viola besiegt. Du und dein Team. Ihr wart wirklich unfassbar gut. Ich lobe euch. Ich preise euch. Ich lobe preise euch. Zwergenfee gewinnt 1920 Pokémon Donner und siegreich aus dem Kampf gegen Viola. Die erste Arena-Letterin des ersten Arena-Orns. Hervor. Wow. Du. Nein, ihr. Du und dein Dartiri. Ihr seid ein tolles Team. Und mein Pikachu. Und mein... Wie hieß es? Markus. Habe ich vergessen. Phoenix. So hieß es. Ja, sehr gut. Genau, danach suche ich. Bitte, das habt ihr euch verdient. Der Käferorden. Der erste Orden der sechsten Generation. Zwangfi erhält von Viola den Krabbelorden. Okay, Krabbelorden, nicht Käferorden. Ja, komm, ist das gleiche. Mit dem Krabbelhuhn hören alle Pokémon bis Level 30 auf dich. Das gilt auch für Pokémon, die du im Tausch erhalten hast. Diese TM ist ebenfalls für dich als Anerkennung deiner Stärke. Zwangfee erhält das Item TM83 Plage. TM83 Plage wurde in der TM und VM Tasche verstaut. Mit TMs kannst du einem Pokémon in Handumdrehen eine Attacke beibringen. Sie sind mehrmals einsetzbar. Wie sie zu einem unentbehrlichen. Was sie zu einem unentbehrlichen und in sie macht. Unentsetzlichen. Genau. Dieses TM hier enthält die Attacke Plage, die den Gegner für eine Weile davon abhält, zu fliehen. Das war jetzt natürlich in dem Arena-Kampf sehr sinnvoll, die Attacke Plage einzusetzen. Wie wir ja alle wissen, ist Fliehen in Trainerkämpfen möglich, vor allem in Arena-Leiterkämpfen nicht. Also gut, hinter diesem Zelt findest du eine Treppe, die dich sofort wieder nach oben bringt. Na denn, geht's hinauf, hat ein paar schöne Fotos gekriegt und wir unseren Sieg. Und den ersten Ohren haben wir natürlich bekommen und kommen hinter dem Gemälde des Schmetterlings hier wieder hinaus. Oh, sieh mal einen an! Der Krabbelhuhn! Sehr gut! Da wird der Professor, der dir dein erstes Pokémon anvertraut hat, aber Augen machen? Was? Warum lässt du nicht dein Team im Pokémon-Center heilen und schaust dann bei ihm in seinem Pokémon-Labor in Illumina vorbei?
Mache ich, genau das habe ich vor. Das werde ich jetzt genau in dieser Reihenfolge tun. Ich renne jetzt ins nächste Pokémon Center, beziehungsweise fahre das nächste Pokémon Center mit meinen Rollerskates. Dort lade ich meine Pokémon auf. Die Reno steht immer noch hier. So, mein Team wird in Obhut genommen. Zack, zack, zack. Die drei werden geheilt. Und weiter geht's. Dann geht's auf der nächsten Route direkt nach Illumina City. Na dann, hervorragend. Da geht's weiter. Hallöchen. Hey, du da. Du bist eines der Kinder, die von Professor Plankton Pokémon geschenkt bekommen haben, oder? Wow, das ist ja der Krabbelohren. Gegen Viola zu gewinnen, ist kein Kinderspiel. Oh, aber wo sind meine Manieren? Ich habe mich dir noch gar nicht vorgestellt. Ich habe mit dir schon dreimal denselben Text geredet. Jetzt ein bisschen in abgewandelter Form. Und ich habe mich dir immer noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Alba. Und ich bin die große Schwester von Viola, der Arenaleiterin. Von Beruf bin ich Journalistin. Deshalb frage ich auch immer die gleichen Sachen. Ich wiederhole meine Fragen immer doppelt und dreifach. Als Zeichen unserer Freundschaft. Verstehst du? Das ist ein Zeichen der Freundschaft, Fragen zu wiederholen. So drücke ich meine Freundschaft aus. Zangiefee erhält IP-Teiler. IP-Teiler wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Wenn du den IP-Teiler anschaltest, erhält nach einem gewonnenen Kampf jedes Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit beim Illumina Verlag besuchen kommen. Werde ich sicherlich machen oder auch nicht. Mal schauen. Den IP-Teiler teile ich sofort an. Den schalte ich an. Der ist schon angeschaltet. Naja, super. Dann aber auf die Route. Parterreweg. Na denn, ab durchs hohe Blumenbeet. So ungefähr. Dann wäre ein Labyrinth aus Büschen, aus Hecken. Genau gesagt, super Trank gefunden. Wir sammeln hier alles ein, was wir kriegen können. Und dann geht es weiter den Weg entlang. So, dadurch. Hier gibt es noch ein Pokéball mit einem Item drin. Superball, super Trank und Superball. Das ist ja super. Superb. So, hier noch durchs hohe Gras. Ich dachte, da kommt ein wildes Pokémon. Ich habe mich wohl geirrt. Aber hier kommt ein wildes Pokémon. Es ist ein Knurpsi. Ja, ein Pflanzen-Pokémon brauchen wir noch im Team. Aber vielleicht nicht unbedingt dies. Nicht wirklich Interesse an dem Knurpsi. Nicht in dieser Edition. Diamant und Platin wäre es vielleicht schön. Da würde ich mir das Knurpsi vielleicht sogar nehmen. Aber jetzt hier ein Pokémon Y. Na, nee. Da wäre ich schon weitestgehend. Oh, ein Schutz. Da will ich schon weitestgehend 6. Generation des Pokémon nehmen. Wie zum Beispiel dieses Pokémon, was ein Trassler ist, was nicht aus der 6. Generation stammt. Danke, Spiel, dass du es mir versaust. Sehr freundlich. Ja, hier gibt es aber jede Menge 6. Generations-Pokémon. Da bin ich mir sehr sicher, dass es hier auch gute 6. Generations-Typen gibt. Ein Gärtner, der hier herum hält und seinen Garten beschützt. Da müssen wir uns mal dran vorbeischleichen. Huh! Das hat nicht so gut geklappt. Mein Krebskorb und ich zeige dir jetzt, was eine Hake ist. Na dann, zeig mir mal, was eine Hake ist. Eine Herausforderung von Gärtner Björn. Krebskorps wird von Björn Gärtner eingesetzt. Krebskorps. Jo, so sieht's aus. Den kriegt doch Pikachu glatt geschlagen. Donnerschock, los Pikachu. Los Team, mach es alle. Okay, das bringt nicht sehr viel. Das Blubber von Krebskorps. Donnerschock. Zack, Krebskorps besiegt. So. Zack, zack. So haben wir Zack die Duster den Björn besiegt.
Tim versucht ruckzuckhieb zu erlernen, kann aber maximal 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke durch ruckzuckhieb ersetzt werden? Ja. Wie wär's denn mit Heulehre? 1, 2 und schwupp. Tim hat Heuler vergessen und Tim lernt ruckzuckhieb. Dank des Epitales erhält auch der Rest des Teams einige Erfahrungspunkte. Bei Beginn erreicht Level 12, du besiegst Björn, den Gärtner. Du meine Güte, jetzt hast du es uns gezeigt, was eine Hake ist. 2-4 gewinnt 640 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Björn hervor. Und scheinbar weiß noch keiner von beiden Parteien, was eine Hake ist. Ja, so sieht's aus. Jetzt hole ich mir mal das Item ab. Das wohlverdiente Item. So, Gegengift, das hat sich ja gelohnt. Aber sowas von. Durchs hohe Blumenbeet. Zurück. Was, kein wildes Pokémon? Wildes Sechstgenerations-Pokémon? Na komm. Bravo. Sechstgenerations-Pokémon. Batribi. Das Spiel will mich doch irgendwie verarschen, oder? Ach komm, lass mich doch in Frieden. Na dann. Weiter geht's hier. Ein wunderschönes Bild hier. Das können wir uns gleich mal hinspeichern hier. Zack, zack, einmal abknipsen. Dann haben wir mal ein schönes Bild. Kann man für bestimmte Sachen mal verwenden. Gewisse Zwecke. Also so, ein bisschen durchs hohe Gras wühlen, durchs hohe Blumenbeet. Und hier finde ich ein Erstgenerations-Pokémon. Erste oder zweite Generation, jetzt. Genau. Das Spiel hat was gegen mich. Das Spiel hat was gegen mich, das will mich verarschen. Ich sage sechste Generation und da kommt ein Knopsi. Da kommt ein Knopsi, hieß das, glaube ich, oder? Ja. Ich sag erste Generation und da kommt ein Flabby. Das will ich mir fangen. Genau deshalb habe ich gesagt, dass ich ein Erstgenerations-Pokémon will. Ich glaube, wir schwächen das erstmal ein bisschen mit Ruckzuckhieb. Na komm, halt aus. Och ja, hält ein bisschen was aus. Tackle. Welches Level ist das? Level 8, glaube ich, oder? Ja. Oh, paralysiert. Das ist gut fürs Fangen. Wenn Statuswerte geschwächt sind. Geschlecht sind sie nicht. Statuswerte werden nicht gegendert. So schaut's aus. Paralysiert und geschwächt. Da kann jetzt ein Ball geworfen werden. Ein Superball haben wir parat. Haben wir ja gefunden im Gebüsch hier. Einmal werfen. Superball auf Flabibi. Ich habe sogar schon eine Ahnung, wie ich sie nennen will. Ist ein weibliches Flabibi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber kriegt er jetzt einen neuen Namen. Tim erhält 69 Erfahrungspunkte. Und der Rest des Teams auch. Mitglied. Flabibi ist jetzt Typ Fee. Ist nicht wirklich Pflanze, aber da war zumindest Fee im Team. Hat es eine Blume gefunden, die ihm gefällt, lebt es sein Leben lang in Symbiose mit ihr. Es lässt sich unbekümmert vom Wind treiben. Das ist doch ein sanftes und elegantes Pokémon. Das den Namen, jetzt wird es nicht angezeigt, aber den Namen Lea verdient hat. Lea. Hübsches Mädchenname. Das ich immer gern wieder verwende. Mein Lieblingsmädchenname. Und bis ich mich eines Tages in eine junge Frau. Wollte gerade sagen, oder ältere Frau. Aber da schweige ich mal lieber. Naja, okay, ja, kommt drauf an, wie man älter wird. Frauen soll man ja nicht nach ihrem Alter fragen. So ist es. Soll man Männer ja auch nicht, aber
Ich halte meinen Mund, bevor ich mich jetzt hier noch im Kopf und Kragen rede. Ich glaube, das ist gut. Themenwechsel. Finden wir ein anderes Thema. Stecke meinen Kopf zu tief rein. So. Kommen wir vielleicht irgendwann mal am Item an. Ein Ladybar. Ja, auch ein schönes Pokémon. Und eine sehr nice Weiterentwicklung hat diesen Ladybar. Könnte man sich auch mal fangen. Also, die Weiterentwicklung ist auch mega nice. Also, ist auch stark und heftig. Schon heftiges Pokémon. Aber, ja, ich glaube, ich habe einen vielen Pokémon im Team. Das ist schon auch ganz spitze. Du musst Donnerschock ein bisschen trainieren, indem wir der Pokémon besiegt werden. Zack, ich muss das Thema umsortieren. Schon trainiert werden. Tränke und Paraheiler benutzt, um das Team zu aufzufrischen. Zu aufzufrischen. Netzball. So, da wartet ein nächster Kampf auf uns. Auch wieder ein Gärtner. Descartes ist der Hingucker auf dem Parterreweg. Weißt du, wie man so einen Garten nennt? Gewinne gegen mich und ich verrate es dir. Na, da bin ich doch gespannt. Eine Herausforderung von Gärtner Jakob. Jakob. Auch ein Krebskorps. Wieso haben alle Gärtner Krebskorps? Wieso haben Gärtner überhaupt ein Krebskorps? Das passt irgendwie nicht wirklich. So, die erste Attacke von Lea. Okay, die ist noch sehr schwach. Feenbrise. Können wir das mal gucken, wie das ausschaut. Und ich denke jetzt sondern noch. Okay. Könnte stärker sein. Könnte aber auch schwächer sein. Ja, ist ja noch ein kleines, frisch gefangenes Pokémon. Kann man noch nicht zu viel erwarten. Ein Blubstrahl oder Blubber. Keine Ahnung, hab's nicht gelesen. Ist auch nicht so wichtig. Feenbrise noch einmal, dann hast du das Krebskorps sogar besiegt. Oder auch nicht. Der wurde besiegt. Ich habe hier wundervolle Namen im Team. Lea, Tim, Papageno und Markus. Ja, wenn meine Kreativität hier kommt. Also, Tim und Markus sind wenigstens noch nach meinem Lieblings-Sutomon benannt. Lea jetzt nicht so sehr. Ich kenne keine YouTuberin, die Lea heißt. Gibt's bestimmt, aber ist bestimmt irgendwo in so eine Beauty-Tante oder irgendwie eine Vlogger-Tante, die halt irgendwie Lea heißt. Aber die wüsste ich nicht. Wüsste ich nicht, wie man dazu, wer das so wäre, wie das, was da so gibt. Zwangfigur 640 Pokémon-Dollar und geht sich gerade aus dem Kampf gegen Jakob hervor. Ich gucke da nicht so viel Vlog-mäßiges. Ich gucke eher Gaming-Videos. Ich mache Gaming-Videos und gucke Gaming-Videos. So muss es sein. Achso, der hat uns noch zu verraten, wie denn das hier heißt. Wie solche Parterre-Labyrinthe heißen. Bei Gärten, die ein wenig an ihre Gärten erinnern, spricht man von geometrischen Gärten. Ein wahre Zierde für den Parterreweg. Ah, geometrische Gärten sind das also. Na dann, sind wir ein bisschen durch geometrische Gärten geirrt. Und weiter geht's. So, waren wir hier schon? Nein, waren wir nicht. Da gibt es noch ein Item. Das holen wir uns noch ab. Können wir uns ausnahmsweise mal vorbeischleichen, sagte er und wurde erwischt. Ich habe meine Attacke bei der Gartenarbeit perfektioniert und du kriegst sie jetzt zu spüren. Na dann, hau mal den Krebskorps raus. Sagte ich doch. Es macht absolut keinen Sinn. Warum sollte ein Gärtner einen Krebskorps besitzen? Krebse kommen doch normalerweise an der Ostsee, Nordsee, Pazifischer Ozean, Atlantischer Ozean, Mittelmeer, alle Ozeane der Welt aufzähle, vor, kommen vor. So, Pikachu, den Pikachu ein bisschen trainieren, dann sind sie alle auf Level 12 bis auf
mein kleines Pflanzenfeechen. Die Zwergenfee, die eigentliche Zwergenfee. Zack. So, das nächste Krebskorps besiegt. Fabrizio. Oder wie hieß der? Fabi. Egal. Du und dein Team, ihr habt wohl auch schon das eine oder andere Schlachtfeld bestellt. Zwergenfee gewinnt 640 Pokémon dann und geht siegreich gegen den Gärtner hervor. Ab zum Item. Holen wir uns das auch noch ab. Dann können wir weiter. Da sehe ich schon Leute, die auf uns warten. Äther gefunden. Der Äther. In einem kleinen Pokéball. Wenn das mal nicht ultimativ ist. So, haben wir alles abgegrast oder was? Nein, da sind noch ein paar Trainer. Ein Kleinkind. Das Pokémon habe ich gerade nicht ins Spiel kommen. Ich will mein Kämpfchen wagen. Ich spreche solche Kleinkinder sehr ungern. Es ist mir mein bisschen peinlich. Peinlich. Eine Herausforderung von Vorschüler Karsten. Ein klein wenig peinlich. Nicht, dass mir irgendwas peinlich wäre. Nicht, dass ich sonderlich viel Schamgefühl besäße. Donnerschock. Ein Carpador hat der. Okay. Alles klar. Ich hasse es auch immer so Vorschüler zu besiegen. Das ist halt, stehe ich mir halt so vor, ist halt ein bisschen grausam. So ein kleiner Carsten, der Vorschüler. Und der heult hier auch noch. Fängt jetzt auch noch an, Schnüff und Schnief zu machen. Schnüff. Och, der Arme. Dann gibt er noch sein kleines, sein klein wenig, alle sein Taschengeld hier, was er noch kriegt. Oh, das tut mir immer so im Herzen weh, solche Trainer zu besiegen. So Vorschüler, so einen 8-jährigen Junge, der noch nicht mal richtiger Trainer ist, aber aus irgendeinem Grund schon Pokémon haben darf und schon in die weite Welt raus darf. Ist halt noch nicht wirklich 8, der ist bestimmt 4 oder 5, wie der aussieht. Wir sind ja 10, muss man sagen, also und der wird dann 4 oder 5 sein, wenn die Altersverhältnisse stimmen. Und dann wird der von seinen Eltern da rausgeschickt in die weite Wildnis. Was für eine Scheißeltern bei der By the way, die schlechtesten Eltern, die man so haben kann. Ah, und dann geht's schon weiter mit der Story. Und dann müssen wir das auch noch besiegen, das kleine Kind. Sag mal, ist das Pokémon Flabby ein Begriff? Ja, ich habe mir schon eins gefangen. Wow, du hast ja sogar eins bei dir. Diese Flabby gehört, halt dich fest, dem Pokémon Typ Fee an. Das ist ein ganz neuer Typ, der erst seit kurzem unterschieden wird. Das bedeutet natürlich, alles, was sie über diese Wechselwirkung zwischen den Typen zu wissen glaubten, auf den Kopf gestellt wurde. Deshalb haben wir auf Wunsch von Professor Platan Pokémon vom Typ Fee gegen Pokémon diverse andere Typen antreten lassen. Ich heiße Sina, ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Ich bin Dixio, ein schöner Name für einen schönen Jungen. Wow, 2 Jahre hat mir Pokémon Professor Platan ein Pokémon namens Prodex Pokémon samt Pokédex anvertraut. Lesen kann auch nicht mehr der Zwerg. Man könnte also sagen, ich bin in der gleichen Situation wie du, nur dass ich inzwischen schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe. Ein bisschen mehr Erfahrung hat der gesammelt. Hat ein Rad ab. Was sagst du? Soll ich dir den Weg zum Pokémon-Labor zeigen? Nein, danke, ich finde schon selber hin. Nicht? Warum denn so schüchtern? Naja, sag einfach Bescheid, wenn du es dir anders überlegen solltest. Wiss, ich werde alleine hinfinden. Was sagst du? Soll ich dir den Weg zum Pokémon-Labor zeigen? Na gut, zeig's mir schon. Alles klar. Da komm mit, keine Müdigkeit vorschützen. Lel, ich sollte aufhören zu reden.
Ja, ich würde auch mal sagen, das machen wir gleich hier. Oder. Hopp. Da müssen wir gleich mal einen Schnitt machen. Nämlich Illuminacity. Das werden wir erst im nächsten Part zeigen. Ich werde jetzt hier gleich spontan beenden. Deshalb sage ich jetzt schon mal ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, kein weiteres Video mehr, wenn ihr den Song fast verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen 40 Tag. Ihr habt euch wohl und haut da gleich rein. Wenn es hier in die Endcard geht. Na, wie verstehst du dich mit Pikachu? Je mehr du mit deinem Pokémon herumläufst, desto enger wird eure Freundschaft. Bitte sehr, die TM-Rückkehr. Die Attacke ist umso stärker, je größer die Zuneigung des Pokémon zu dir ist, das die Attacke anwendet. Zwangvieh erhält das Item TM-27 Rückkehr. TM-27 Rückkehr wurde in der TM- und VM-Tasche verstaut. Jenseits dieses Tuchs liegt Illuminacity. Komm schon, worauf wartest du? Auf geht's! Ich weiß, ich kann es nicht erwarten, aber das müssen wir abwarten. Das passiert erst im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Okay, ich kann hier wirklich noch speichern und den Part beenden. Na dann, man sieht sich. Bis dahin. Adios.